Und nachdem Adam gesündigt hatte, versteckte er sich vor Gott. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm: Mensch, wo bist du? Ach ja, damals. Das Leben spielte sich auf einem Bauernhof ab. Warum bin ich hier? Ich will das nicht. Dieses Leben ist grau und leer. Sag mir, wann kommt meine Zeit? Warum ist es noch so weit? Anna, wo bist du? Anna, wo bist du denn? Hier bin ich doch. Was ist denn? Bring mir bitte ein Glas Wasser. Sei die Freiheit mein, mag hier nicht mehr sein, will einfach nur noch weg. Nur noch weg. Leute, ich finde es unkameradschaftlich, wenn Anna hier ihren Vortrag halten will und ihr noch immer redet. Jetzt ist sie nämlich dran. Dieses Wasser stammt aus der Elbe. Durch industrielle und kommunale Abwässer gelangen immer mehr organische Stoffe in das Wasser. Die Bakterien sind mit dem Abbau dieser Stoffe völlig überfordert. Der Sauerstoffgehalt ist enorm gering, was ich mit dieser O2-Elektrode zeigen kann. Es muss dringend eine reichhaltigere Mikrobenflora entwickelt werden, um den Sauerstoffrückgang zu stoppen. Anna, das war eine hervorragende Vorführung. Hast du schon mal daran gedacht, dich beim Landkreis zu bewerben? Das Amt für Gewässerschutz sucht nämlich momentan Auszubildende. Wenn du willst, schreibe ich dir gerne eine Beurteilung dafür. Herr Anna, was ist? Willst du das machen? Ich meine, wäre doch eine coole Sache. Dann könntest du hierbleiben und auch ein bisschen nach deiner Mutter schauen. Eigentlich will ich einfach weg. Wie weg? Wo willst du denn hin? Keine Ahnung, eine schöne Wohnung, meine Ruhe haben halt. Ja, dann musst du als Sängerin werden. Ich habe gestern von Leona Lewis gelesen. Das ging voll einfach. Sie hat einfach den X-Factor gewonnen und ist jetzt mega berühmt und hat eine geile Wohnung. Eigentlich singe ich ja auch ganz gerne. Dann werde ich eben Sängerin. Sei die Freiheit mein, mag hier nicht mehr sein, einfach nur noch weg. Anna, wo bist du denn? Wann machst du mal wieder in meiner Garderobe sauber? Der Dreck liegt da schon zentimeterdick. Mensch, Anna, welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Hast du Stress bei der Arbeit? So ein Scheißjob. Alle hacken auf mir rum. Am liebsten würde ich einfach nur weg.
Dann lass uns doch feiern gehen. Einfach mal alles vergessen, den Abend ausspannen. Komm, lass uns ins McLaren's gehen. Da ist die Musik gut. Gut, komm schon, komm schon. Komm. Ja, gut. Na Mädels, noch ein? Na klar, immer her damit. Mir gefällt zu viel. Ja, komm. Nee, danke du, das reicht wirklich. Ich hab sonst morgen so einen Schädel, wenn ich aufstehe. Mein Chef ist jetzt schon stinksauer auf mich. Komm, ich hab immer Stress mit dieser einen Sängerin. Doch, wirklich, das geht nicht. Die kenne ich nur von früher aus der Ausbildung. Die war immer besser als ich. Ja, sie hat's geschafft und ich muss ihre Garderobe putzen. Nee, es reicht wirklich. Ich geh. Wir sehen uns morgen, ja? Gut. Ciao. Ciao. Mach nicht mehr so lange, tschüss. Okay? Ciao. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, ich hab sie wirklich nicht gesehen. Nun gebt einander als Zeichen eurer Liebe und Treue die Ringe. Nun nehmt einander an die Hand. Es segne und es behüte euch nun in eurer Liebe der allmächtige und barmherzige Gott. Es segne euch Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Anna, wo bist du? Wir sind im Wohnzimmer. Und? Hast du dich endlich entschieden? Wir müssen dringend den Einkauf optimieren in der Firma. Wir brauchen dich als Einkaufsleiterin. Mama, wir sind alt genug. Du brauchst nicht ständig zu Hause sein. Wenn du das tust, dann geht es mit der Firma endlich wieder bergauf und du kannst dir mehr leisten. Und es ist wirklich ein einflussreicher Job. Du kannst mitreden. Michael, das ist vor allem Verantwortung. Verantwortung? Dann lauf doch nicht immer weg, sondern nimm sie wahr. Oder war's doch anders? Anna, wo bist du denn? Ich bin nicht da. Was ist denn? Bring mir bitte ein Glas Wasser. Gerne. Guten Morgen. Guten Morgen. Bevor ich mit dem eigentlichen Unterricht beginne, möchte ich, dass jemand von euch ein Lied singt. Das muss kein Lied aus dem Schulbuch sein. Das muss nicht heute hier, morgen dort sein oder Morning Has Broken, sondern das kann ein Lied sein, das ihr privat hört, das in den Charts ist. Tabea, magst du nicht Set Fire to the Rain singen? Nee, ich kann nicht so gut singen.
Marie, magst du nicht was von Lady Gaga singen? Tut mir leid, ich habe einen Frosch im Hals. Mag denn gar keiner irgendein Lied singen? Ja, Anna, was möchtest du denn singen? Amazing Grace. Oh, sehr gerne. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Anna, du hast ja eine voll schöne Stimme. Dankeschön. Ich wollte auch schon immer Sängerin werden. In Hamburg gibt es eine voll gute Ausbildung dafür. Ja, und was wird denn aus deiner Mutter? Ich dachte, du wolltest diese Mikrobismen-Sache machen, die dir Herr Schilling gestern angeboten hat. Dann könntest du doch hierbleiben. Ja, stimmt. Ich weiß auch nicht genau. Aber das ist einfach mein Traum. Mein Herz fragt mich, der Pforte zeigt sich, wenn niemand klein sein, so spielt diese Kraft in mir. In mir. Marie, wo bist du? Sag mal, wann putzt du eigentlich mal wieder gründlich bei mir in der Garderobe? Da liegt der Staub schon Zentimeter hoch. Schatz, wo bist du? Das war ja heute mal wieder eine Vorstellung. Richtig super. So habe ich es mir echt immer erträumt. Das müssen wir feiern gehen. Wie war's mit dem Luck Clarence? Ja, lass uns gehen sofort. Na Mädels, noch ein? Na klar, mal her damit. Nee, Anna, du hast morgen noch Probe. Ach, warum nicht? Komm schon, sonst hast du Schmerzen. Komm schon, komm schon. Oh, komm, Mann. Komm, lass uns gehen. Komm schon, komm. Oh, Alter, pass doch auf! Du bist nicht viel getrunken, ne? Anna, wo bist du? Im Wohnzimmer. Ich hab dir die Post von unten mitgebracht. Ah, danke, auf die hab ich gewartet. Ja, sie haben mich angenommen. Schau, ich soll Intendantin werden. Das ist voll der einflussreiche Job. Ich kann wirklich mal mein Ding durchsetzen. Was ist denn? Träumst du dich denn nicht? Anna, das ist vor allem Verantwortung. Wie meinst du das? Das ist klar, dass du das willst. Du stehst gerne im Rampenlicht. Aber denkst du auch an die Mitarbeiter? Die haben auch ihre Vorstellungen. Nicht nur deine Ziele zählen. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie es war. Wo war ich denn eigentlich? Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So werf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.
Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, dein Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten. Mensch, wo bist du? Diese Frage gilt nicht nur Adam, sondern jedem Menschen. Mensch, wo bist du? Wie sieht es in deinem Leben aus? Was sind deine Werte? Und welche Rolle spielt Gott? Aus dem Menschen wird in unserem Film Anna, wirst du. Anna, wo bist du? Unsere Anna wird indirekt immer wieder gefragt, wo sie in ihrem Leben gerade steht. Doch hört sie die Frage? Weiß sie, dass es eigentlich Gott ist, der immer wieder Fragen an sie und ihr Leben stellt? Die kleine Anna, die immer nur schuften muss, hört Gottes Fragen nicht. Sie hört nur das laute Rufen der Mutter und träumt sich ganz weit weg, einfach nur weg. Jesus ist in der Wüste, er hat Hunger. Eine Situation des Leidens, aus der es scheinbar einen einfachen Ausweg gibt. Der Teufel gibt ihm den Tipp, mach doch einfach diese Steine zu Brot. Aber Jesus lehnt ab. Weiß er, dass sein Hunger nach so langem Fasten kein körperlicher ist? Brot seinen Hunger nicht stillen würde? Anna ist ebenfalls in einer Leidenssituation. Die Situation zu Hause ist schwierig. Doch ist das Weglaufen, die Sängerinnenkarriere, wirklich, was sie braucht? Sie muss sich entscheiden. Aber ihr Hang, aus Situationen zu fliehen, lässt ihr keine Wahl. Sie geht.
Die Dinge laufen nicht so, wie Anna es sich vorstellte. Sängerin wollte sie werden. Putzfrau ist sie geworden. Nur eines hat sich nicht geändert. Sie will möglichst schnell weg. Weg aus dieser Situation, weg aus ihrem Leben als Putzfrau. Wieder steht sie vor einer Versuchung. Lass dich fallen, sagt der Teufel zu Jesus. Die Engel fangen dich bestimmt auf. Soll Anna sich einfach fallen lassen? Sich richtig betrinken und alles vergessen? Oder steht sie dann da am nächsten Morgen vor dem Scherbenhaufen ihres Lebens? Anna verzichtet darauf, sich ins Vergessen zu manövrieren, gegen den Willen ihrer Freundin. So stellt sie sich das erste Mal in unserer Geschichte ihrer Realität. Doch wie geht es weiter in ihrem Leben? Sie heiratet, bekommt zwei Kinder und zieht sie groß. Sie läuft vor diesem Leben nun nicht mehr davon. Und dann? Der Teufel bietet Jesus Macht an, alle Herrlichkeit der Welt. Auch Anna könnte plötzlich durch ein Jobangebot Einfluss und Status bekommen. Doch ihr Charakterzug wegzulaufen, lässt sie immun sein gegen diese Verlockung. Sie sieht, was hinter der Macht wirklich steht. Verantwortung. Aber kann auch die Flucht vor Verantwortung eine Versuchung sein? Wie wird sie sich entscheiden? Wir wissen es nicht. Oder war es doch anders? Die alte Anna kann sich wirklich nicht mehr erinnern. Vielleicht hat sie auch einfach ein paar Details ihres Lebens verdrängt. Die kleine Anna hat klare Ziele. Sie liebt das Singen, hat kein Problem, Verantwortung zu übernehmen, kümmert sich gerne um ihre Mutter. Deren Rufen stört sie nicht. Doch ausgerechnet die geliebte Mutter steht Annas klaren Zielen im Weg. Und auch diesmal lässt Anna sich versuchen und verlässt ihr Zuhause. Mit ihrer Zielstrebigkeit ist sie erfolgreich. Als herausragende Sängerin lässt sie sich feiern. So wird sie, wie schon die erste Anna, dazu eingeladen, sich im McLaren's gehen zu lassen, sich fallen zu lassen. Und sie tut es. So merkt sie nicht einmal, wie sie den Mann ihres Lebens verpasst. Trotz aller Anerkennung, Anna will mehr. Das ganze Theater leiten, Intendantin werden, das eigene Ding durchsetzen, ohne Rücksicht auf andere. Ihre Zielstrebigkeit lässt sie übersehen, was der neue Job in Wirklichkeit wäre. Verantwortung, auch für andere Menschen. Wird sie den Versuchungen der Macht widerstehen?